Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, im heutigen Video Neuigkeiten über Call of Duty Cold War, Modern Warfare und über Warzone. Ja Leute, richtig gehört. Im heutigen Video sprechen wir über die Neuigkeiten, wie hier Call of Duty Cold War mit Modern Warfare kombiniert wird, Prestige-Modi kommt rein, wie genau das ablaufen wird und natürlich auch noch welche Karten und welche Inhalte noch reinkommen werden. Wir haben nämlich unter anderem eine Roadmap für Call of Duty Cold War geleakt bekommen, darauf wirst du erkennen unter anderem Nuketown, neue Waffen, neue Operator, neue Modi. Noch Feuergefecht wird wieder erscheinen. Und ja, mit dabei wäre halt nochmal hier das Update für Warzone. Dann wird natürlich hier Call of Duty Cold War mit Modern Warfare kombiniert. Ihr könnt dann auch verschiedene Waffenklassen dafür erstellen. Bedeutet, ihr könnt eure Waffen von Call of Duty Modern Warfare und Cold War in ein Loadout mitnehmen für Warzone. Unter anderem Doppel-MP5, Doppel-AKU, wie ihr gerne wollt. Und ja, ein paar andere Neuigkeiten rund um Call of Duty Cold War erfährt ihr auch noch heute. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben. Natürlich gebt mir gerne Feedback über mein Video, wie es euch gefallen hat, welche Änderungen ich vornehmen könnte und. Und wenn ihr noch neu vorbeischaut, natürlich gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Modern Warfare und Cold War Content. Aber da würde ich mir behaupten, wir starten direkt durch mit der Roadmap, da wurden ein paar Neuigkeiten nämlich geleakt. Und hier hätten wir die Roadmap, wie ihr schon erkennen könnt, wir bekommen wieder Nuketown mit rein im November. Im Nachhinein kommen nochmal neue Waffen, Karten und Modi. Unter anderem wurde auch schon eine Waffe gefunden, nämlich die Crowser. Die wird dann auch mit reinkommen in der ersten Saison. Mit dabei werden natürlich noch Feuergefecht auf kleinen Karten, dann nochmal neue Zombie-Modi und neue Shop-Inhalte und am Ende dann die Verschmelzen mit Warzone. Und ja, wie angekündigt könnt ihr dann mehrere AK- und MP5-Varianten mitnehmen. Ihr beginnt überall mit Level 0, bedeutet ihr müsst wieder von vorne beginnen mit euren Level, könnt dann aber hier am Ende Prestige dann freischalten. Prestige werdet ihr dann belohnt mit einem Emblem, Visitenkarte, vielleicht mit Baupläne. Und mal ehrlich, wir alle haben lange drauf gewartet und endlich können wir Prestige drücken, aber natürlich ein bisschen spät hier in Modern Warfare. Die Embleme, die ihr freischaltet, gleich wie hier nochmal hier Anhänger und Visitenkarten, braucht man nicht unbedingt. Ich hoffe wirklich, da kommen Embleme rein, die animiert werden oder eventuell auch Waffenbaupläne, die dann verwenden können im Multiplayer. Und ja, Operator werden natürlich auch wieder welche reinkommen. Ich denke mal, Call of Duty Cold War könnte gut werden. Ich hoffe nur, die übertreiben nicht mit dem Shop, machen Prestige wirklich gut, weil momentan wurde bekannt gegeben, irgendwie jede Saison kann man Prestige drücken, nur einmal irgendwie und im Nachhinein, ja, fängt man wieder von vorne an, wie in Call of Duty Modern Warfare aktuell. Das war natürlich total langweilig und öde. Wir haben natürlich Aufgaben nebenbei bekommen, aber die haben keinen Spaß gebracht, keine Belohnung gebracht und waren einfach langweilig. Tut mir leid. Ja, ich hoffe wirklich, Call of Duty Cold War wird da noch ein paar Punkte oben drauf legen. Natürlich bin ich auch gespannt wegen den neuen Karten, weil Nuketown auf dem Bild konnte man jetzt nicht gut erkennen. Aber auf den ersten Eindruck irgendwie in der Wüste, schön zerstört, schön hier, ja, apokalyptisch und ich finde es irgendwie cool. Bin mal gespannt auf weitere Karten, neue Modi reinkommen werden. Ein paar Bilder haben wir schon geleakt bekommen mit Waffen, noch ein paar Killstreaks wurden geleakt und. Darüber habe ich ein Video gemacht, gerne euch angucken. Aber natürlich, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Bald lade ich dann auch wieder eine Menge Call of Duty Cold War Content hoch für euch, wie ihr am Anfang besser werdet, die besten Einstellungen, Waffen und Co. Natürlich wieder Waffen auf Gold grinden. Da haben wir leider noch keine Neuigkeiten bekommen, welche Waffentarnung genau kommen werden. Aber wenn ich darüber Neuigkeiten habe, mache ich nochmal ein Video. Und ja, dann meine Freunde, wenn ihr Bock habt, gerne mal mitmachen bei mir, addet mich ruhig. Und wenn dann Cold War erscheint, könnt ihr dann gerne mitmachen. Und an der Stelle, meine Freunde, haut rein, lieben Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.